Ja, herzlich willkommen zur ersten Runde dieses Forums mit dem Titel Neue Medikamente oder neue Therapieoptionen. Ich darf zuerst meinen Co-Chair, wie es immer so schön heißt, meinen Kollegen Elias May vorstellen, ein junger, aufstrebender Kollege bei uns in der Abteilung, der sich auch sehr intensiv zusammen mit mir um klinische Studien, insbesondere eben auch um klinische Studien, die neue Medikamente in noch relativ früher Phase. Frau Wegremers hat es ja gerade ausführlich erläutert, wie das technische Prinzip hinter Studien ist, kümmert. Und er wird auch nachher abwechselnd mit mir Fragen beantworten. Ich werde erstmal sozusagen hier den Initiativvortrag halten oder Impulsvortrag, wie man es nennen mag. Sie können zwischendurch fragen. Ich denke, am besten wird es so sein, ich werde so nach bestimmten Abschnitten immer eine kurze Pause machen, schauen, ob akute Fragen da sind. Wir müssen erfahrungsgemäß uns doch etwas sputen. Wir haben eine Dreiviertelstunde Zeit jetzt, sodass ich lieber nicht zu viel über die einzelnen Dias erzählen werde, sondern so die wichtigsten Punkte, und Sie können dann nochmal Fragen stellen. Für individuelle Fragen, die jetzt nicht unbedingt vielleicht allgemein Interesse sind, aber die Sie interessiert, stehen wir sicherlich nachher am Anfang des Mittagessens auch noch hier zur Verfügung. So haben wir das eigentlich in den letzten Jahren auch immer gehandhabt. Gut, zu meinem, für die wenigen, die mich nicht kennen, ich bin, wie der Name da schon sagt, Marc Raab, der ja schon so eine ganze Weile hier in der Abteilung tätig ist. Ich sehe hier ein oder zwei Gesichter, die ich schon seit über 10 Jahren kenne. Und ich beschäftige mich hier eben schwerpunktmäßig mit der Umsetzung, der klinischen Umsetzung neuer Medikamente in der Therapie des multiplen Myeloms und bin auch zusammen mit meinem Kollegen Herrn Hingers oberärztlich für die Ambulanz und teilweise auch die stationären Patienten mit multiplem Myelom bei uns zuständig. Gut, dann geht's mal los. Wir haben neue Medikamente. Neue Medikamente sind ein weiter Begriff. Bis vor wenigen Jahren waren die klassischen neuen Medikamente beim Myelom, war Revlimid. Ich verwende die Handelsnamen soweit möglich, weil die ihnen eher geläufig sind als die eigentlichen Substanznamen, wenn es denn solche schon gibt, Handelsnamen. Also bis vor wenigen Jahren waren die klassischen neuen Medikamente beim multiplen Myelom, war ja Revlimid und Velcade oder Velcade. Das ist ja mittlerweile nicht mehr so richtig neu, das ist der absolute Standard. Sie haben vielleicht auch schon gehört in den letzten Stunden heute, dass absehbar ist, dass Revlimid wahrscheinlich jetzt auch für die Erstlinientherapie bald zugelassen wird, aufgrund einer großen Studie, die kürzlich veröffentlicht wurde. Also von daher können wir, glaube ich, Velcade und Revlimid mal als Standardtherapie, Bausteine neben der Hochdosistherapie und der Chemotherapie voraussetzen. Es gibt weiterhin natürlich die große Gruppe der Proteasomeninhibitoren, zu denen eben das Velcade gehört. Da gibt es aber mit Carfilzomib und Ixazomib und noch ein paar anderen, die aber noch in der früheren Entwicklung sind, jetzt auch neuere Entwicklungen. Carfilzomib werde ich kurz darauf eingehen, Ixazomib auch. Also das sind quasi so, man nennt die so Zweitgenerations-Proteasomeninhibitoren, einfach etwas vereinfacht gesagt, sowas wie Weiterentwicklungen von Velcade. Die Immunmodulatoren, das ist die Gruppe, zu denen das Revlimid und das Thalidomid gehören. Da gibt es eben das Pomalidomid, auch davon haben Sie wahrscheinlich schon einiges gehört. Das ist ja auch schon seit einem Jahr hier in Deutschland jetzt zugelassen. Und also als eine der wenigen Länder in Europa können wir es auch entsprechend der Zulassung einsetzen. Das ist noch in den meisten anderen Ländern in Europa noch nicht so weit, dass es wirklich auf dem Markt auch ist. Wir dürfen es ganz normal einsetzen und verschreiben. Da werde ich auch kurz darauf eingehen. Dann gibt es eine relativ interessante, große Gruppe an neuen Medikamenten im weitesten Sinn. Das sind die therapeutischen Antikörper. Das werde ich kurz erzählen, was das Prinzip hinter diesen Antikörpern ist. Das ist beim Myelom ganz neu. Bei anderen Erkrankungen gibt es das schon länger, insbesondere beim Lymphom, auch bei
verschiedenen Darmtumoren wird das schon länger eingesetzt, um zum Beispiel, aber die Art, das jetzt beim Multiple Myelom einzusetzen, hat man zwar viele Jahre schon versucht, scheint aber jetzt erst erfolgsversprechend zu gelingen. Und dann werde ich noch auf ein paar wenige ausgewählte neue Medikamente eingehen, die halt auch bei uns entweder jetzt oder in naher Zukunft auch im Rahmen von klinischen Studien zur Verfügung stehen werden. Da gibt es natürlich noch viele, viele andere Medikamente in der klinischen Testung, auf die ich aus Zeitgründen schon gar nicht eingehen kann oder weil es auch einfach noch nicht genug klinische Daten, also klinische Ergebnisse gibt, sodass es jetzt sinnvoll wäre, darüber zu sprechen. Ein, was ich jetzt hier noch nicht erwähnt habe, aber weil das so die größte neue Studie, die jetzt vor kurzem eben veröffentlicht worden ist, darstellt, möchte ich etwas ausführlich am Anfang behandeln. Das ist das sogenannte Panobinostat. Panobinostat ist sogenannter HDAC-Inhibitor, das ganz vereinfacht, wie man sich so vorstellt, ob das so genau stimmt, ist wieder eine andere Frage, aber vereinfacht stellt man sich so vor: Velcade, Bortezomib ist ja Velcade, ist ja ein Proteasomeninhibitor, der im Endeffekt vereinfacht gesagt auf den großen Mülleimer in der Zelle, der so den ganzen Schrott, der in der Zelle anfällt, quasi wie die Müllabfuhr, in den Mülleimer steckt, damit die Zelle damit irgendwie nicht ein Problem bekommt. Dieser Mülleimer wird durch Velcade blockiert. Und die Idee ist, oder so stellt man sich das vor, und das ist wohl auch wirklich so, dass dadurch die Myelomzelle sich quasi selbst vergiftet, weil sie ihren Müll nicht mehr sozusagen unterbringt. Es gibt aber einen Rescue-Mechanismus, also einen alternativen Weg, wie die Zellen noch mit diesem Abfall zurechtkommen können. Und das nennt man dann den Aggresom. Das ist für Sie jetzt nicht wirklich wichtig, wie das genau heißt, aber sozusagen einen alternativen Mülleimer. Und den kann man unter Umständen, sodass quasi die Zelle einen Weg der Resistenz gegen Velcade, gegen Proteasominhibitoren eben nicht mehr hat. Und da gab es auch jetzt eben diese Studie, die verglichen hat, eine Dreifachkombination Velcade mit Dexamethason, wie immer, in der Kombination plus dem Panobinostat versus gegen eben Velcade, Dexamethason und Placebo, also sozusagen ein Medikament, was nur eine Scheinwirksamkeit hat. Das hatten Sie vorhin ja auch kurz von Frau Wegremers erklärt bekommen. Also man hat einfach verglichen, bringt Panobinostat einen Zusatznutzen im Vergleich zu der klassischen Standardtherapie Velcade Dexamethason. Das ist nur ganz kurz die Patienten. Was wichtig ist für Sie vielleicht, dass etwa knapp die Hälfte der Patienten hier hatten schon mal Velcade vorher. Sie waren zwar nicht resistent gegen Velcade, aber sie hatten es schon mal in der Vortherapie gehabt. Und nochmal ein Viertel der Patienten hatte Velcade und Revlimid oder Thalidomid auch schon mal in der Vortherapie gehabt. Also sie waren schon vorbehandelt, insbesondere auch mit Medikamenten aus der gleichen Substanzgruppe. Und das ist jetzt so die Zeit, das ist ein bisschen schwierig zu verstehen vielleicht, dieses Diagramm, aber was die wichtigste Message ist hier, die Zeit, die die Erkrankung Ruhe gegeben hat, das sogenannte progressionsfreie Überleben oder die progressionsfreie Zeit, bis die Erkrankung eben wiedergekommen ist, war in der klassischen Velcade-Dexamethason-Therapie-Kombination war 8 Monate etwa, während es, wenn man das Panobinostat dazugegeben hat, über alle Patienten hinweggerechnet natürlich, war es bei 12 Monaten, also deutlich länger. Jetzt nicht dreifach so lang oder sowas, aber klar, über viele Patienten hinweg, das waren ja viele hundert Patienten, im Schnitt war es verlängert. Sodass man davon ausgehen kann, sicher ist das nicht hundertprozentig, aber man kann davon ausgehen, dass die Kombination eben Panobinostat plus Velcade plus Dexamethason nächstes Jahr wahrscheinlich zugelassen wird, sodass das eine weitere Therapiemöglichkeit ist. Nun, wenn man sich die Untergruppen der Patienten anschaut, welche Patienten haben besonders davon profitiert, da muss man hier, sag ich mal, diese Vierecke anschauen, ob die
bei dieser gestrichelten Linie links von der Linie oder rechts liegen. Je weiter sie links liegen, desto mehr haben die Patienten davon profitiert, von dieser Kombination. Würden sie rechts liegen, hätten die Patienten eher nicht profitiert oder beziehungsweise würden eher von der klassischen Velcade-Dexamethason-Kombination profitieren. A, wie Sie sehen, es liegen alle links von der Linie, also alle Untergruppen wie eben weise Europäer von der Abstammung her oder auch Asiaten, auch Frauen und Männer, alt oder nicht so alt, aber auch, und das ist eigentlich das Interessante hier, Hochrisiko- oder Normalrisikopatienten. Und da hier, das ist zwar statistisch ein bisschen schwierig zu fassen, aber hier schaut es so aus, als würden auch insbesondere Patienten mit Hochrisiko Veränderungen bei multiplen Myelomen, also zytogenetische Veränderungen oder eben, Sie haben ja von diesem ISS-Score schon gehört, Albumin plus Beta-2-Mykoglobulin, also einfach ein ungünstiges prognostisches Profil der Erkrankung bei dem jeweiligen Patienten, dass insbesondere diese Patienten auch von dieser Kombination zu profitieren scheinen. Das ist also auch schon mal recht vielversprechend. Und auch hier sehen Sie, die Grünen hier, etwas vereinfacht gesagt, sind eher immer die ungünstigeren Gruppen, also die schon mehr Vortherapie hatten, die eben auch schon resistent, nicht nur die Erkrankung ist nicht nur wiedergekommen nach der Vortherapie, sondern sie waren resistent auf die Vortherapie, weil sie zum Beispiel unter der Therapie wiedergekommen ist, die Erkrankung. Ja, und hoppla. Und was man hier sieht, dass diese grünen Punkte sogar immer noch ein Stück weiter links, also noch mehr profitiert haben als diese anderen Patienten, die hier sagen wir, etwas günstigere Situationen hatten in ihrer Erkrankung. Also es scheint so zu sein, das muss man noch ein bisschen mit Vorsicht genießen, weil das noch nicht endgültige Auswertungen sind, aber es scheint so zu sein, dass möglicherweise insbesondere Situationen, die etwas ungünstiger sind, besser auf diese Kombination mit dem Velcade und dem Panobinostat ansprechen. Also wäre das für diese Patientengruppe durchaus eine Option, das zu einzusetzen. Was ich jetzt noch nicht aufgeführt habe, aber was vielleicht auch für Sie natürlich interessant ist, was sind die Nebenwirkungen von Panobinostat? Ashdec-Inhibitoren, also allgemein gesprochen, sind es nicht gerade für ihre, sage ich mal, besonders schöne oder gute Verträglichkeit bekannt. Sie machen oder können machen, das liegt natürlich im Einzelfall sehr großes Spektrum vor, sie können eine ausgeprägte Müdigkeit machen und sie können auch durchaus ausgeprägte Durchfälle machen. Ja. Das war aber so, dass in der Studie von mehreren hundert Patienten nur 4% der Patienten deswegen die Therapie abbrechen mussten. Ja, also von 100 Patienten nur 4 oder eben dann von entsprechend 700 Patienten 4 mal 7, also 28 Patienten, nur das wirklich abgebrochen haben, weil die Nebenwirkungen so stark waren. Aber das heißt natürlich, sage ich mal, im Einzelfall, wenn einen das trifft, dass man es halt nicht verträgt. Ja, das ist leider so. Also da muss man in der Praxis dann mal sehen, wie das jetzt außerhalb von Studien wirklich sich umsetzen lässt, wie gut die Verträglichkeit da ist. Insgesamt war es gut durchführbar, aber jeder Patient wird das natürlich dann selbst entscheiden müssen, leider, wie er mit den Nebenwirkungen, so sie denn bei ihm auftreten, zurechtkommen. Gut, dann würde ich jetzt noch kurz auf die zwei anderen Proteasominhibitoren, Carfilzomib, Ixazomib eingehen und dann eine ganz kurze Zwischenpause für Fragen machen. Carfilzomib hatte ich letztes Jahr ja auch schon mal vorgestellt, neuer Proteasominhibitor, macht eben auch diesen einen Mülleimer zu, ja, also diese eine Müllabfuhr wird gestoppt in den Myelomzellen. Der Unterschied zu dem Velcade, was ja lange bekannt ist schon, ist, dass es diese Hemmung, diese Blockierung des Mülleimers sozusagen dauerhaft macht. Also das ist nicht reversibel, wie man das nennt, also es wird nicht blockiert und dann geht die Blockade wieder weg, sondern solange man das nimmt, ist das dauerhaft blockiert. Scheint also etwas potenter, einfach etwas noch wirksamer als Velcade zu sein. Da gibt es auch eine direkte Studie, die das vergleicht, von denen wir aber noch keine Ergebnisse haben. Auch hier sind die Ansprechraten, wenn man es alleine gibt, also ansprechen heißt immer partielle
partielle Remission, also dass die Erkrankungsmarker mindestens 50% zurückgegangen sind. Etwa ein Viertel bis ein Drittel aller Patienten, die auf Velcade nicht mehr richtig ansprechen, sprechen auf Carfilzomib trotzdem wieder an, obwohl sie sozusagen auf einem Proteasomen-Inhibitor schon resistent gewesen sind. Nebenwirkungen sind auch da wieder die Blutplättchenabfall, so ähnlich wie bei Velcade, nicht ganz so ausgeprägt möglicherweise, Blutarmut, Anämie, Blutarmut und auch eine gewisse Müdigkeit, was quasi fast jedes Medikament macht. Was auch noch der Fall ist, falls das für Sie mal in Frage kommt, ist, dass es selten, aber in durchaus merkbaren Einzelfällen eine akute Herzschwäche induzieren kann. Deswegen muss man da vorher gucken, ob das Herz des jeweiligen Patienten oder der Patientin, ob das eine gute Pumpfunktion hat. Ja. Wenn das, sage ich mal, höhergradig eingeschränkt ist, wäre man dann sehr vorsichtig mit dem Einsatz von Carfilzomib. Das tritt, wie gesagt, selten auf, aber da natürlich viele tausend Patienten mittlerweile weltweit behandelt sind damit, hört man solche Berichte doch immer wieder mal, sodass man da zumindest ein Ohr drauf haben muss. In Deutschland ist Carfilzomib noch nicht zugelassen. Es ist aber über die internationale Apotheke verfügbar und man kann es, nachdem man vorher mit der Krankenkasse verhandelt hat, ob sie das zahlen, was sie unserer Erfahrung nach mittlerweile eigentlich recht bereitwillig tun, man kann es in Deutschland einsetzen und wir tun das auch relativ regelmäßig bei Patienten, die eben Revlimid hatten, Velcade hatten und diese Pomalidomid hatten zum Beispiel und die auf diese Therapie nicht mehr ansprechen oder aus anderen Gründen die nicht mehr bekommen können, geben wir durchaus Carfilzomib jetzt schon bei einigen Patienten, obwohl es in Deutschland noch nicht zugelassen ist. Hier nochmal verschiedene Ansprechraten, das hatte ich im Prinzip schon gesagt, je kräftiger die Patienten vorbehandelt sind, insbesondere wenn sie eben auf Velcade schon resistent sind, dann ist die Gesamtansprechrate hier natürlich, wenn man auch kleine Ansprechstabilisierungen der Erkrankung mit einberechnet, so bei knapp 35%, also etwa jeder dritte Patient, der da nochmal eine Krankheitsstabilisierung wirklich darunter bekommt. Je weniger Vortherapien das jeweils schon gelaufen sind, desto besser, dass es nicht verwundlich, desto besser sind die Ansprechraten. Eine, sag ich mal, vorsichtige, neue, aber schon, also noch frühe Daten, aber, sag ich mal, die, sag ich mal, vorsichtig für die Zukunft möglicherweise Optimismus verbreiten, ist, man hat das mal bei etwa 50 Patienten kombiniert, das Carfilzomib mit dem Revlimid und das bei Neudiagnose, also direkt als erste Therapie in den USA natürlich, da wird immer alles gleich zusammengeschmissen, gleich am Anfang. Und die Ansprechraten waren wirklich sehr beeindruckend bei neu diagnostizierten Patienten. Es haben quasi alle Patienten eine mindestens 50-prozentige, also Halbierung ihrer Tumormarker bekommen und es waren zwei Drittel der Patienten, bei denen quasi kein Tumor mehr nachweisbar war mit den normalen Methoden. Das heißt einfach, es wird in Zukunft Studien geben, wo auch Carfilzomib in Erstlinientherapie schon eingesetzt wird. Das muss man sicherlich noch ein bisschen mit Vorsicht genießen, ob das alles so sinnvoll ist, das immer gleich am Anfang schon alles zu geben und ob sich das, man muss auch sagen, wenn man Velcade und Revlimid kombiniert, also nicht Carfilzomib, sondern den anderen, den klassischen Proteasomeninhibitor Velcade mit Revlimid kombiniert, auch dann hat man Ansprechraten in ähnlicher Höhe, dass quasi jeder Patient mindestens eine Halbierung seiner Krankheitslast hat. Allerdings nicht ganz so tiefe Remission, wie man das nennt, also tiefe Remission im Sinne von nichts mehr nachweisbar, komplette Remissionen in dem Fall. Aber das waren eben hier auch erst 50 Patienten, das muss man erstmal im Verlauf noch bestätigen, dass das wirklich so ist. Wenn sich das in großen Patientenzahlen bestätigen lässt, in großen Patientengruppen, dann könnte das in einigen Jahren eine ernstzunehmende neue Therapieform für neu diagnostizierte Patienten werden. Den letzten Proteasomeninhibitor, den ich noch kurz erwähnen will, ist das Ixazomib. Hier kann man sich etwas einfach machen und sagen, das ist wahrscheinlich sowas wie
ein als Tablette verfügbares Velcade. Ja, also die Wirksamkeit scheint ähnlich zu sein wie das gut bekannte und auch sehr erfolgreiche Velcade, nur dass man es nicht spritzen muss, sondern dass man es als Tablette geben kann. Das ist natürlich insbesondere für Therapievarianten wie eine Erhaltungstherapie sehr interessant, wo ich es über 2 Jahre zum Beispiel nehmen muss. Da ist es natürlich gut, wenn ich nicht alle 2 Wochen die Spritze kriegen muss, sondern wenn ich einfach 1 oder 2 Mal in der Woche eine Tablette nehme. Die Verträglichkeit scheint mindestens so gut zu sein wie Velcade. Es scheint kaum diese Nervenschädigung, diese Polyneuropathien zu machen. Es scheint auch etwas weniger diese Durchfälle zu machen, die Velcade in manchen Patienten macht. Da muss man aber sicherlich auch die großen Studien abwarten, ob das sich so bewahrheitet. Wenn man es auch hier mit Revlimid kombiniert, dann auch dann erreicht man hier sehr gute Ansprechraten. Je länger dieser Balken ist, jeder Balken ist ein Patient, je länger dieser Balken ist, desto weiter ist die Erkrankung zurückgedrängt worden. Bis ganz unten heißt man, ist es nicht mehr nachweisbar, komplette Remission. Und das war eben auch also noch eine frühe Studie, wo man erstmal die Dosis gefunden werden musste. Aber auch hier sieht man, dass etwa der Hälfte der Patienten es geschafft wurde, die Erkrankung in dieser Kombination quasi komplett zurückzudrängen. Es ist also, wenn man ein bisschen spekuliert in die Zukunft, durchaus möglich, dass Ixazomib als Tablette das Velcade als Spritze zu einem guten Teil in wenigen Jahren ersetzen würde, immer vorausgesetzt auch die großen Studien mit vielen Patienten bewahrheiten und bestätigen das. Wir haben eine Studie, die ist schon offen, genau, wir haben ein klinisches Protokoll hier, wo wir dieses Ixazomib einsetzen, diese Tablette, und zwar in der Erhaltungstherapie. Das ist jetzt ein bisschen kompliziert, im Endeffekt vereinfacht ist es so, Patienten in der Erstlinientherapie, also nach der Diagnose, bekommen die klassische Induktionstherapie, PAD, VCD zum Beispiel, dann die Stammzellsammlung, dann eine Stammzelltransplantation. Und Patienten hier bei uns, die dann eine komplette Remission erreicht haben, also nichts mehr nachweisbar ist der Erkrankung, können in dieser Studie dann entweder diese Ixazomib-Erhaltungstherapie bekommen oder, denn es ist eine kontrollierte, randomisierte Studie, also das heißt, es gibt eine Vergleichsgruppe und in dieser Vergleichsgruppe wird auch eine Tablette gegeben, allerdings ohne Wirkstoff. Und man weiß nicht natürlich, ob man eine Tablette mit Wirkstoff oder ohne Wirkstoff gehabt hat. Hintergrund ist, dass für diese Patienten, die eine komplette Remission erreicht haben, derzeit der Standard ist, keine Erhaltungstherapie zu machen. Und man möchte eben hier sehen, ob es denn auch bei dieser Patientengruppe eventuell einen Vorteil bringt, diese Erhaltungstherapie einzusetzen. Gut, bevor ich jetzt zu den Immunmodulatoren und insbesondere dem Pomalidomid wechseln, gibt es irgendwelche akuten, direkten Fragen zu den Proteasomeninhibitoren? Kurz warten, bis das Mikrofon da ist, sonst wird es schlecht verstanden. Sie hatten vorhin in Ihrer Ansprache erwähnt, dass man in Amerika alles zusammenschmeißt. Wenn ich dann letzten Endes sehe, dass bei dem Zusammenschmeißen der Grad der Remissionstiefe erlangt werden kann, dann müsste man das doch befürworten. Was steht bei Ihnen, Pate, dass Sie das so gekennzeichnet haben? Also die Remissionstiefe ist ja sicherlich ein erstrebenswertes Ziel, aber das übergeordnete Ziel ist natürlich A, die krankheitsfreie Zeit, oder therapiefreie Zeit und insbesondere aber krankheitsfreie Zeit danach. Und das allerübergeordnete Ziel ist natürlich, dass wir die Erkrankung, wie auch immer, aber so lange wie möglich in Schach halten wollen. Ja? Also unser Ziel ist es ja, dass wir die Erkrankung idealerweise bis an ihr normales Lebensende in Schach halten wollen. Ja? Und ob das natürlich gelingt, wenn ich alle besten Substanzen gleich am Anfang gebe, das muss man erstmal rausfinden. Ja, also ich kann nicht sagen, weil diese Daten gibt es nicht, ich kann nicht sagen, dass das schlecht ist, aber ich kann auch nicht sagen, dass das gut ist, das weiß ich nicht. Ja. Ich kann nur sagen, dass diese Kombination eine sehr potente Kombination ist, ob sie aber gleich am Anfang gegeben sich für die Gesamterkrankungsdauer des Patienten positiv auswirkt oder negativ oder neutral, das weiß ich noch nicht. Ja.
Genau, von daher sind wir in Europa meistens etwas mit dem schrittweisen Vorgehen eher als was in den USA. Das hat aber verschiedenste Gründe, warum wir das so machen. Ich habe noch mal eine Frage zu dem Ixazomib. Ist das jetzt dem normalen Bortezomib überlegen in der Erhaltungstherapie? Weil ich weiß, bei der Bortezomib gibt es eine Studie, ich meine aus der Schweiz, wo das zur Erhaltungstherapie eingesetzt wurde. Das kann man nicht beantworten, weil wir es nicht wissen, weil es keine Studie, die das untersucht oder und auch Ergebnisse davon zur Verfügung stünden, gibt, die das vergleichend untersucht hat. Also um das beantworten zu können, müsste man eine Studie machen, so ähnlich wie die, nur wo man nicht Placebo gibt, sondern Velcade als Vergleich. Und die gibt es noch nicht. Ja? Die wird es möglicherweise geben. Es gibt aber sehr wenige Velcade-Erhaltungstherapiestudien. Tatsächlich ist unsere eigene eine der einzigen, die das gegen Thalidomid ja mal verglichen hat. Ja, die HD4-Studie war das, wo Velcade-Einsatz ja besser war. Aber es gibt den Vergleich nicht, ob Ixazomib oder Velcade in der Erhaltungstherapie besser ist. Das wissen wir einfach nicht. Erstmal muss hier gezeigt werden, dass es überhaupt besser ist, als nichts zu tun für die Patienten, die eben sonst gar keine kriegen würden. Ja. Okay, ich würde sagen, im Zeitabschnitt würden wir weitermachen. Am Schluss haben wir dann noch hoffentlich Zeit. Pomalidomid ist eine sogenannte neue ein neuer Immunmodulator aus der Gruppe von Thalidomid und Revlimid. Ist sicherlich sehr potent, was die Wirksamkeit betrifft, ist bei Patienten, die Revlimid-resistent sind, etwa zu 30% wirksam. Das heißt, etwa jeder dritte Patient, der Revlimid-resistent ist, spricht auf Pomalidomid nochmal an und wird, hier, das sieht man hier in etwa, also im Schnitt hier insbesondere hier die Patienten Revlimid, also Lenalidomid, Revlimid und Velcade refraktär, also es sind Patienten, die auf beide diese wichtigen Substanzen resistent sind, haben angesprochen, also wieder mindestens 50% Reduktion der Krankheitsmarker, haben etwa ein Drittel der Patienten angesprochen. Wenn man noch etwas weniger mit reinnimmt, also Patienten, bei denen die Krankheit, sage ich mal, im weitesten Sinn stabilisiert wird, was auch da durchaus ein Erfolg ist, wenn ich gegen die anderen Medikamente schon resistent bin, dann war das etwa die Hälfte der Patienten. Zeigt also, es ist eine sehr wirksame Substanz. Es ist aber im Endeffekt trotzdem eine Weiterentwicklung einer Substanzgruppe, die es schon gibt. Also es ist kein mega Quantensprung, in der Therapieneuerung, aber es ist eine sehr wirksame und auch eine sehr hilfreiche Substanz, die man eben dann einsetzen kann. Und aufgrund seines etwas möglicherweise, ich bin da ein bisschen vorsichtig, aber möglicherweise etwas breiteren Wirkspektrums, wie es in den Zellen ansetzt und wie es die Immunantwort moduliert beim Patienten, wird es sicherlich ein sehr wichtiger Kombinationspartner auch mit anderen Medikamenten werden. Ja, also es wird sicherlich auch mit Proteasomeninhibitoren kombiniert werden. In den USA läuft eine Studie Carfilzomib plus Pomalidomid. Ja. Und es wird sicherlich aber, und das ist jetzt ein bisschen spekulativ, davon bin ich aber überzeugt, es wird sicherlich sehr wahrscheinlich ein wichtiger Kombinationspartner für die Antikörpertherapien werden, die ich nachher noch kurz vorstelle. Bei uns im Moment laufen mehrere Pomalidomid-Studien, es ist aber auch schon zugelassen, also man kann auch ganz normal Pomalidomid verschreiben, wenn der Patient Velcade und mindestens zwei Vortherapien hatte und Velcade und Revlimid schon gehabt hat und auf die letzte direkt zurückliegende Therapie resistent war. Bei uns läuft aber hier jetzt auch eine Studie, bei der wir untersuchen, wenn man ganz normal Pomalidomid und Dexamethason gibt, man gibt es genauso wie Revlimid, 21 Tage, eine Woche Pause, einmal die Woche Cortison dazu. Hier schauen wir, wie die Patienten ansprechen auf diese Therapie und testen hier, ob wenn man bei Patienten, die nicht ausreichend, also nicht mindestens eine partielle Remission erreichen,
dann noch Carfilzomib als ein sehr gut kombinationsfähiges, kombinierfähiges Zytostatikum, also Chemotherapie, dazugeben, ob man dann eben noch diese Wirksamkeit potenzieren kann und damit noch ein Ansprechen der Erkrankung induzieren kann, obwohl vielleicht auf Pomalidomid, Dexamethason diese zwei Drittel, die eben nicht ansprechen, in dieser Situation eben noch induziert werden kann. Also das ist unsere sogenannte Perspektive-Studie, so heißt die, das ist wieder so eine Abkürzung von einem furchtbar langen Studientitel. Gut, gibt es direkt Fragen zu dem Pomalidomid? Auf die anderen Immunmodulatoren wie Revlimid und so, die sind schon lang bekannt, das habe ich jetzt nicht mit neuen Substanzen hier mit reingenommen. Gibt es direkte Fragen zum Pomalidomid? Nein, gut. Dann gehen wir zu den Antikörpern. Ich hatte schon erwähnt, Antikörper sind ein großer Baustein bei anderen Therapieoptionen, bei anderen Erkrankungen. Ein Ziel oder ein Effekt dieser Antikörper ist, dass die ja alle gegen Oberflächenmarker gerichtet sind. Also jede Zelle hat bestimmte Oberflächeneiweißstrukturen auf ihrer, wie der Name schon sagt, Oberfläche sitzen. Und die sind von Zelle zu Zelle teilweise unterschiedlich. Wenn man jetzt also einen Antikörper generiert, der direkt dagegen bindet, auch gegen eine Oberflächenstruktur, die nur auf Myelomzellen zum Beispiel drauf ist, dann kann man, und das ist sozusagen dann der normale Prozess, wie es bei einer Immuninfektabwehr gegen Bakterien und sowas auch funktioniert, kann man das Immunsystem des Patienten quasi auf Richtung dieser Zelle dirigieren und sagen, hier ist eine Zelle, die gehört da nicht hin, so wie ein Bakterium da nicht hingehört, gehört auch diese Zelle da nicht hin und kann dem Immunsystem über entweder verschiedene Mechanismen, aber die jetzt nicht so relevant sind, aber dem gesamten Immunsystem des Körpers möglicherweise sagen, diese Zelle gehört da nicht hin, mach die weg. Klingt super, klingt einfach, scheint aber nicht so einfach zu sein, denn man arbeitet schon seit 20 Jahren daran und wie gesagt, beim Myelom hat das bisher nicht wirklich funktioniert. Mittlerweile gibt es aber, das ist nur eine kleine Auswahl, sehr viele Antikörper, die in der Entwicklung sind. Das hier sind dann so die Oberflächenstrukturen oder andere Zytokine, Wachstumsfaktoren, gegen die diese Antikörper gerichtet sind. Und ich will mal, drei Gruppen rausgreifen kurz. Das eine ist das Elotuzumab. Schöner Name, furchtbar komplex, ist gegen ein Molekül gerichtet, das CS1 mal hieß, oder jetzt SLAMF7, das ist nicht so wichtig, also gegen ein Molekül gerichtet, was überwiegend auf Myelomzellen vorhanden ist. Und in der Kombination mit Revlimid, Sie haben vielleicht schon mal gehört, Revlimid, Pomalidomid, das sind so diese Immunmodulatoren, die machen so einen immunstimulierenden Effekt auch. In dieser Kombination ist es bei einer Phase-2-Studie gelungen, bei 70 oder etwas über 70 Patienten, insbesondere, nahezu alle Patienten, obwohl die mindestens eine Vortherapie schon hatten, die meisten hatten mindestens zwei Vortherapien schon, also zweimal kam die Erkrankung wieder, weit überwiegende Anzahl der Patienten in eine sogenannte Remission mit über 50% Rückgang der Marker zu bringen. Und was aber hier besonders wichtig ist oder interessant ist, dass dieser Krankheitsstillstand sehr lange gehalten hat. Ja. Die aktuellen Daten sind, dass in der besten Kombination 10 Milligramm von diesem Antikörper mit Revlimid, dass da diese krankheitsfreie oder sag ich mal krankheitsstabile Phase, wo also die Erkrankung Ruhe gegeben hat einfach, dass die 35 Monate beträgt. Und das ist schon interessant, das ist die längste Zeit, die bisher bei Patienten jenseits der Ersttherapie, also jenseits des ersten Rezidivs berichtet worden ist. Von daher sind wir alle sehr gespannt auf die große vergleichende Studie. Das war keine vergleichende Studie, also nicht ein Arm so, sondern die haben ja alle das Gleiche bekommen. Und es laufen eben zwei große Studien, wo wir jetzt bald die Daten erwarten, ob das sich wirklich bewahrheitet, dass die Kombination Antikörper plus Revlimid deutlich länger zum Stillstand der Erkrankung führt als Revlimid alleine. Wir werden in Bälde auch eine Studie haben, wo wir den Antikörper mit Pomalidomid kombinieren, weil wir glauben, dass Pomalidomid möglicherweise noch breiter diese Immunantwort, die da offensichtlich notwendig ist, stimuliert.
Auch das wird eine vergleichende Studie sein, also die Hälfte der Patienten bekommt Pomalidomid Dexamethason, ja, und die andere Hälfte der Patienten bekommt das noch plus dem Antikörper dazu. Und Elotuzumab, für die, das ist jetzt nicht mein Thema so sehr, aber wird ja auch die nächste Erstlinien-Hochdosis-Therapiestudie, die jetzt demnächst beginnt, die HD6-Studie, wird Elotuzumab ja auch ein wichtiger Baustein sein. Eine andere Gruppe an Antikörpern sind noch gegen CD38 gerichtet, das ist ein anderer Oberflächenmarker, der typischerweise bei Myelomzellen vorhanden ist. Und da ist es so, dass hier allein der Antikörper schon ohne weitere begleitende Therapie dazu bei einigen Patienten einen erheblichen Rückgang, das hier sind nochmal aktuellere Daten hier, einen erheblichen Rückgang der Erkrankungslast bewirken konnte. Und das heißt, er ist allein schon dazu in der Lage, bei einigen Patienten die Erkrankung zu kontrollieren. Und da wird es jetzt sehr spannend werden, wie dann die Kombinationen mit Revlimid, mit Velcade und so weiter aussehen, was die Wirksamkeit betrifft. Wir werden in Kürze eine Studie hier aufmachen, wo wir genau das kombinieren mit Revlimid, wie gesagt, also der Antikörper plus Revlimid, vergleichend wieder gegen Revlimid-Standardtherapie. Das wird, wie gesagt, eine spannende Studie werden, wie erfolgreich dieser Antikörper dann in dieser Kombination ist. Wir haben schon eine Studie, wo ein anderer Antikörper gegen das gleiche, jetzt auch CD38, gerichtet ist. Da sind wir jetzt am Ende der Dosisfindung. Da wird jetzt in Kombination mit Dexamethason werden hier Patienten damit behandelt. Da gibt es auch noch mehrere Studienzentren in Deutschland. Wir haben die, natürlich hier die meisten Patienten in dieser Studie und sind auch derzeit Einschlussmöglichkeiten da. Patienten müssen mindestens 2 Vortherapien gehabt haben, also 2-mal muss die Erkrankung wiedergekommen sein, und sie müssen mindestens 1 Proteasominhibitor und 1-mal Revlimid oder Talidomid gehabt haben. Den letzten Antikörper, den ich noch kurz erwähnen will, ist das Siltuximab. Siltuximab fängt einen Wachstumsfaktor des Myeloms weg. Interleukin 6 ist ein bekannter Wachstumsfaktor, der sozusagen die Zellen zur Vermehrung antreibt, und dieser Wachstumsfaktor wird durch diesen Antikörper weggefangen, und dieser Antikörper wird im Moment hier bei uns untersucht in Patienten mit einem sogenannten Smoldering Myeloma, also sozusagen diese Vorstufe, es ist schon Myelom, aber es macht noch keinen Schaden, es macht noch keine wirklichen Probleme, würde man im Moment standardmäßig noch nicht therapieren. Und hier versucht man, ob man mit diesem gut verträglichen Antikörper alleine durch die Wegnahme des Wachstumsfaktors die Zeit, bis es eben zu Problemen kommt, im Rahmen der Studie verlängern kann. Zum Schluss noch 2 Medikamente, die noch sehr früh in der Entwicklung sind, aber aus meiner Sicht interessant sind, weil man wahrscheinlich in den nächsten Jahren davon mehr hören wird. Das eine ist das sogenannte ARI-520 oder mittlerweile Filanesib genannt, das in Patienten, die extremst vorbehandelt waren. Also es war so, dass die Patienten in der ersten Studie im Schnitt 10 verschiedene Vortherapien hatten. Also die Erkrankung kam 10-mal wieder im Laufe ihres Lebens. Und das ist normalerweise extrem schwer zu behandeln. Und bei diesem Patienten in Kombination mit Dexamethason konnte man bei immerhin, wie gesagt, eine ganz schwer zu behandelnde Patientengruppe, etwa bei jedem 4. Patienten die Erkrankung nochmal für eine Weile stabilisieren. Das sind natürlich immer noch 3 zu wenig von den 4, aber es ist nur in den allermeisten Fällen gelingt einem das in diesen Patientengruppen kaum mehr, die Erkrankung da längerfristig zu stabilisieren. Also das wird eine interessante Substanz werden. Wir haben auch demnächst in Heidelberg eine Kombinationsstudie, wo wir vergleichen dieses Filanesib eben mit zusammen mit Carfilzomib für auch sehr stark vorbehandelte Patienten im Vergleich zu Carfilzomib alleine, so wie das im Moment ja natürlich noch nicht mal der Standard ist, aber so die Option ist, die man mittlerweile bei einigen Patienten ja hat über die internationale Apotheke. Das wird es also auch bei uns in Zukunft bald geben. Dann noch eine andere Substanz, nennt sich LGH447, wo wir jetzt schon einige Patienten behandelt haben damit, die ist noch in der Dosisfindung, wobei die Dosis im Prinzip jetzt weitgehend gefunden wurde. Auch hier sehen wir, dass alleine dieses Medikament, das ist eine Tablette oder 2 oder 3 Tabletten, aber es ist eine, im Prinzip als Tablettenform zu nehmen, dass allein diese Tabletten
schon ausreichen bei nicht allen Patienten, wie immer, aber bei einer guten Anzahl an Patienten, um die Erkrankung zumindest zu stabilisieren. Und bei einigen, ehrlich gesagt verblüffend vielen Patienten, gelingt es uns, diese Erkrankung für viele Monate, teilweise 1,5 bis 2 Jahre in Einzelfällen zu stabilisieren. Nur durch dieses eine Medikament, was in der Myelomtherapie etwas ungewöhnlich ist, weil, wie Sie es gesehen haben, normalerweise muss man das immer alles kombinieren, sonst wirkt das nicht ausreichend. Ja? Genau, das ist, diese Studie ist auch noch offen und es wird auch demnächst, oder es wird in 2 Wochen tatsächlich noch eine neuere Studie geben für etwas stärker vorbehandelte Patienten, wo wir hier noch einen anderen Signalweghemmer zusammen mit diesem LGH447 untersuchen werden, in der Kombination, was zumindest in der Theorie sehr gut funktionieren müsste. Man weiß es nie, wenn man es noch nie beim Patienten ausprobiert hat, weil Sie wissen, die ganzen vorklinischen Untersuchungen beruhen natürlich im Endeffekt auf Modellen, die mit dem normalen Leben, mit dem tatsächlichen Leben nicht unbedingt was zu tun haben müssen. Hier versprechen wir uns allerdings eben nochmal eine Steigerung, insbesondere für stark vorbehandelte Patienten, der Wirksamkeit des an sich schon relativ vielversprechenden LGH447. Damit wäre ich jetzt am Ende mit der Kurzvorstellung der neuen Möglichkeiten. Kurz nochmal zusammengefasst, das Carfilzomib, hatte ich erwähnt, ist bei uns jetzt auch verfügbar, aber noch nicht frei einsetzbar, war noch nicht zugelassen, kann aber im späteren Stadium der Erkrankung, wenn Velcade und so schon gegeben worden ist, durchaus nochmal Erfolge erzielen. Ähnliches gibt es zu sagen für diese oralen, also für die in Tablettenform vorliegenden Proteasomeninhibitoren. Das Ixazomib hatte ich erwähnt. Das wird insbesondere in der Haltungstherapiestudie interessant werden. Pomalidomid hatte ich erwähnt. Die Antikörper als ganz neue Gruppe, die jetzt kommt. Hier erwarten wir für das Elotuzumab, die ersten Ergebnisse wahrscheinlich Anfang nächsten Jahres oder Mitte nächsten Jahres, würde ich sagen, von den wirklichen Zulassungsstudien, ob das wirklich überlegen ist in der Kombination. Das sieht aber vorsichtig gesagt vielversprechend aus. Andere Antikörper hatte ich Ihnen erwähnt und gezeigt, die auch teilweise allein schon einen Ansatzpunkt zeigen und in Kombination hoffentlich noch viel mehr Power entwickeln. Und es gibt aber noch viele, ich hatte nur 2 rausgegriffen im Endeffekt, es gibt eine ganze Reihe an neuen Medikamenten, die zumindest in ersten klinischen Studien ihr Potenzial zeigen, dass da durchaus was in Entwicklung ist. Und für alles zusammengenommen ist natürlich wichtig, all diese Fortschritte auch natürlich, diese neuen Medikamente, sei es schon Velcade oder Revlimid, insbesondere durch Pomalidomid und Carfilzomib jetzt und die neuen, allen zu aller Vorderst, all diese Medikamente könnten natürlich nicht entwickelt werden, wenn nicht Patienten eben an diesen klinischen Studien teilnehmen. Frau Weg-Remers hat Ihnen gezeigt, was da der Hintergrund ist, wie das abläuft. Ich denke, wir versuchen hier in Heidelberg auch sehr, sag ich mal, nüchtern und objektiv aufzuklären, wie die Studie ist, was Hintergrund der Studie ist, was an Nebenwirkungen soweit bekannt auftreten kann. Sie sind immer frei in Ihrer Entscheidung, Sie können jederzeit ablehnen, Sie werden nie einen Nachteil haben, außer dass Sie natürlich möglicherweise das Medikament nicht bekommen, weil es nur in der Studie verfügbar ist, aber ansonsten in der Betreuung oder sowas nie einen Nachteil haben, wenn Sie nicht an einer Studie teilnehmen. Und wir würden Ihnen in aller Regel auch nur Studien empfehlen, wo wir glauben, dass Sie zumindest grundsätzlich davon profitieren könnten. Vorhersagen kann das keiner sicher. Oder wo wir aber auch zumindest, soweit wir irgendwie sicher sein können, sicher sind, dass Sie auf jeden Fall gut fragen. Diese neuen Substanzen, sind die jederzeit einsetzbar? Also wenn man jetzt mehrere Autologe hat, kann man die dann auch, wenn man die genommen hat, auch danach noch allogen transplantieren, unter Umständen, die auch darauf eine refraktäre Situation eintritt? Oder ist da schon eine Einschränkung gegeben? Also in aller Regel ist das keine Einschränkung, was die Therapien, die danach folgen, betrifft. Ja?
In all diesen Studien gibt es ja sogenannte Einschluss- und Ausschlusskriterien, ja, damit man auch die Patienten, was ihre Vortherapien und so weiter betrifft, irgendwo vergleichbar hält. Ja. Und da gibt es natürlich für die ein oder andere Studie, je nachdem, Kriterien, die sagt, der Patient, wie ich vorher schon gesagt habe, muss mindestens 2 Vortherapien gehabt haben. Ja. Bei einer Erhaltungstherapie versteht sich von selbst, er muss auf jeden Fall autolog transplantiert sein, und zwar gerade erst, sonst macht eine Erhaltungstherapie ja, keinen Sinn in dem Setting erstmal. Und so weiter. Also was den Zugang zu diesen Studien oder Zugang zu diesen Medikamenten betrifft, gibt es natürlich klare Richtlinien und Einschränkungen. Die meisten haben allerdings auch zum Beispiel die Einschränkung, dass wenn jetzt ein Antikörper untersucht werden soll gegen CD38, ja, dass dann natürlich Patienten, die vorher schon mal einen anderen Antikörper gegen CD38 gehabt haben, also genau das gleiche Zielobjekt, ja, die kommen dann nicht mehr rein, weil die haben es ja schon mal bekommen. Aber das ist natürlich eine extreme Einzelfälle im Moment. Ja. Aber in der Regel ist das eigentlich kein Ausschluss nach hinten raus, dass dann noch was anderes gemacht werden kann. Ob man jetzt hinten raus noch allogen transplantieren soll, ist eine ganz andere Frage. Also vielleicht dazu kann man auch noch ergänzen, also gerade die allogene Transplantation ist auch in einem gewissen Teil der Rezidivstudien möglich. Ja. Es ist aber allerdings meistens die Voraussetzung, dass Sie keine Immunsuppression nehmen können. Ja. Weil gerade wenn Sie sich natürlich vorstellen, Sie setzen bei einem Antikörper darauf, dass das Immunsystem durch diesen Antikörper die bösartige Zelle erkennt und dann zerstört, und Sie brauchen aber aufgrund Ihrer allogenen Transplantation permanent eine mittelstarke oder starke Immunsuppression, dann spielt sich das natürlich entgegen, und man muss bei diesen Studien natürlich, was der Herr Raab schon gesagt hat, schauen, dass man vergleichbare Patientengruppen schafft. Nein, deswegen nicht, weil wir, glaube ich, der festen Überzeugung ist, wenn man sich wirklich allogen transplantieren lässt, dann lieber eher frühzeitig. Später wird das immer schwieriger werden. Also genau, deswegen, ja, also früher war aber für diese ganzen Studien in der Regel ein Ausschlussgrund allogene Transplantation in der Vorgeschichte. Ja, das ist mittlerweile, wie du gesagt hast, nicht mehr so, aber quasi die Allogene muss abgeschlossen sein im Sinne von, dass also da auch nicht noch irgendeine, das kocht sozusagen, ja, sondern das ist keine GVHD, keine Immunsuppression, genau, dann ist das aber durchaus auch machbar. Ja. Das Wirkprinzip dieser Antikörpertherapien, also wie funktionieren die, wo setzen die an? Genau, also das hatte ich vorhin ja schon versucht, kurz darzustellen. Ein Hauptpunkt ist sicherlich, dass dadurch, dass diese Myelomzellen markieren, ja, die binden ja dann in der Regel an die Oberfläche der Zellen, dass sie die markieren und damit, so ähnlich wie das Grundprinzip der Infektabwehr bei jedem normalen Körper, ja, also in jede normale Infektabwehr auch, sie markieren etwas, was da nicht hingehört, und zeigen dem Immunsystem, das muss weg. Das ist sicherlich ein bisschen vereinfacht, aber so ist ein Grundprinzip. Es gibt auch noch einzelne Antikörper, das hängt ein bisschen davon ab, gegen was sie binden, die dann eventuell allein dadurch, dass sie binden, der Zelle schaden. Das ist eine zweite Möglichkeit. Und eine dritte Möglichkeit ist, und das war das, was ich bei dem Siltuximab zum Beispiel gezeigt habe, dass sie eben zum Beispiel bestimmte Wachstumsfaktoren, ja, also quasi, was die Zelle so antreibt Faktoren, abfangen, indem sie einfach dagegen binden, und dann kann dieser Wachstumsfaktor die Zelle nicht mehr stimulieren und quasi man entzieht etwas der Zelle den Anreiz. Ja. Also das hängt sehr von dem einzelnen Antikörper ab. In Einzelfällen weiß man es manchmal auch gar nicht so ganz genau, wie es funktioniert. Wichtig ist am Schluss, dass es funktioniert. Eine vierte Möglichkeit, die ich noch ergänzen darf, ist vielleicht, dass man auch überlegen kann, diese Antikörper, die ja an die Myelomzellen dann binden, mit einem Chemotherapeutikum oder irgendeiner Substanz, die der Myelomzelle schadet, zu kombinieren. Das heißt, die Myelomzelle, da bindet dieser Antikörper dran, ja, und dann denkt sich die Zelle, na gut, ich nehme dieses ganze Konstrukt mal auf, und dann haben wir da eine Chemotherapie drangehängt, und schwupps ist die Chemotherapie natürlich genau in der Zelle, wo sie hin soll. Das ist natürlich die vierte Idee. Auch solche Antikörper, auch beim Myelom, habe ich jetzt nicht gezeigt, weil so weit sind die noch nicht, dass man das jetzt hier präsentieren könnte. Aber das ist genau sozusagen den Antikörper mit einem
Gift in Anführungszeichen zu beladen und die, damit dieses Medikament oder dieses Chemotherapeutikum in die Zelle zu bringen, ist ein anderes Prinzip, ja. Ja, in Amerika habe ich erfahren, dass beispielsweise diese Antikörpertherapie auch hier in Europa schon zugelassen ist und auch in Deutschland. Stimmt das und können wir auf diese Ergebnisse in den USA zurückgreifen? Können wir die auch nutzen? Ja, aber nicht fürs Myelom. Es gibt weltweit keine für das Myelom zugelassene Antikörpertherapie. Es gibt andere Antikörper, die, wie ich vorhin sagte, für andere Erkrankungen, Darmtumoren, Lungentumoren, Lymphome insbesondere auch, da gibt es zugelassene Antikörper, die man theoretisch auch im Einzelfall mal beim Myelom anwenden könnte, wenn es Sinn macht. Das ist aber nur sehr von einer Einzelfallentscheidung abhängig. Aber für das Myelom zugelassenen Antikörper gegen das Myelom gibt es weltweit nicht. Aha. Und ist das eine sehr individuelle Therapie? Müssen Sie die für den Patienten direkt herstellen? Ebenso wie die Kinasen zum Beispiel, die als Hemmstoffe gegeben werden? Man muss es nicht direkt für den Patienten herstellen. Man muss aber, sollte vorher gucken, schauen, ob denn das überhaupt auf den Zellen drauf ist, das Ziel, was der Antikörper angreift. Die zwei Antikörper, die zwei Gruppen von Antikörpern, die ich Ihnen gerade vorgestellt habe, die sind quasi aber auf allen Myelomzellen drauf. Aber es gibt auch Antikörper, wo man weiß, dass das Ziel nur etwa bei der Hälfte aller Myelompatienten drauf ist oder noch seltener. Ja. Also das ist durchaus denkbar, aber die ich Ihnen jetzt vorgestellt habe, und das sind auch die am weitesten in der Entwicklung sind, also wo, sage ich mal, eine Zulassung in den nächsten, ich weiß nicht, 3 Jahren im Raume steht möglicherweise, dann die sind im Prinzip auf allen Myelompatientenzellen drauf. Ich habe mal eine ganz allgemeine Frage. Wir haben alle möglichen Medikamente, wird entwickelt gegen das Myelom, aber wie entsteht das überhaupt? Wieso kriegt der eine Mensch und der andere nicht? Das ist, also wenn ich dann würden wir nicht hier stehen, ja. Da muss man vielleicht fast philosophisch darauf antworten. Also das ist ein sehr weites Feld, ja. Und es ist durchaus auch ein sehr, sehr komplexes Feld, ja. Um da vielleicht eine etwas verkürzte Antwort Ihnen drauf zu geben, die Ihnen aber auch jetzt nicht im Einzelnen groß weiterhilft, kann man sagen, es gibt natürlich gewisse Umweltfaktoren, von denen man glaubt, die eine Rolle spielen. Es gibt gewisse genetische Faktoren, von denen man glaubt, die das relative Risiko zu erhöhen. Warum sie das tun, weiß man nicht. Es hat aber nichts damit zu tun, dass es kein sogenanntes klassisches erbliches Risiko, also dass das irgendwie 50% oder 25% ihrer Nachfahren bekommen, sondern da geht es um ganz, ganz kleine Faktoren, die ein ganz, ganz mini bisschen das Risiko im Vergleich zur Gesamtbevölkerung erhöhen. Ja. Und da ist man natürlich auch auf dem Weg hin, um dann da auch einen Bogen zu schlagen zu der aktuellen Therapie und zu unserer Sitzung hier, dass man natürlich guckt, ob man generell, um diese Erkrankung zu heilen, also um die Myelomerkrankung zu heilen, nicht auch schon Patienten anhand von gewissen Risikofaktoren und Krankheitsaktivitäten identifizieren kann und früher anfängt zu behandeln, um eben zu sagen, wir warten nicht erst, bis die Erkrankung das Blutbild, die Niere oder den Knochen schädigt, sondern wir behandeln eben schon vorher. Ja. Also genau, kurz gesagt, wir wissen es nicht. Ja, ich habe mal noch kurz eine Frage, und zwar, der Herr hatte da was von den Kinasen gesagt. Vor 1 bis 2 Jahren, da war also in Freiburg an der Uni, oder man hat immer gelesen, dass da also ganz tolle Forschungsergebnisse entstanden sind, aber man hört nichts mehr davon. Was ist denn mit den Kinasen oder was ist denn daraus geworden? Also Kinasen, es gibt sehr, 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 sehr viele Kinasen in jeder Zelle und jede Zelle auch und davon auch in Myelomzellen sind vielleicht von den einen oder anderen Kinasen mehr abhängig als von anderen. Und zum Beispiel das eine Medikament, was ich Ihnen noch vorgestellt habe, dieses LGH447, ist auch hemmt auch eine bestimmte Kinase, von der es so aussieht, dass die Myelomzelle da insbesondere empfindlich darauf zu sein scheint oder abhängig davon zu sein scheint.
Das ist aber ein biologisch hochkomplexes System. Also wie gesagt, es gibt in jeder Zelle mehrere hundert verschiedene Kinasen, die verschiedene Steuerungsprozesse regulieren. Und da rauszufinden, welche jetzt besonders wichtig für diese Myelomzelle ist oder welche Kombinationen an Kinasen ich wie ausschalten muss, das ist ein langer und harter und steiniger Weg. Und so dass bis jetzt beim Myelom eben noch kein Einzelmedikament, was eine Einzelkinase angreift oder eine Gruppe von Kinasen von mir aus auch angreift, direkt so weit zum Erfolg geführt hat, dass es zugelassen worden ist. Da gibt es eben diese anderen Ansätze, wie das Revlimid, was sehr breit wirkt an verschiedenen Stellen, wie das Velcade, was ich Ihnen erklärt habe, was sicherlich auch natürlich einen sehr großen, relativ unspezifischen Wirkmechanismus hat, dass es einfach die Müllabfuhr hemmt, aber da eben Myelomzellen besonders empfindlich drauf sind. Kinase, so ein Schlagwort, wie gesagt, was sehr unspezifisch ist und wenig für sich ausnimmt. Und es gibt eben immer wieder mal Ansätze, dass es so ausschaut, als hätte man eine bestimmte Kinase gefunden, wenn man die hemmt, dass dann das bei der Myelomtherapie einen großen Erfolg umsetzt. Wie gesagt, bisher hat noch keiner dieser Ansätze hier zum Erfolg geführt. Das wird sich aber hoffentlich in nächster Zeit ändern. Also ich denke, so ein, zwei Fragen können wir noch machen. Den Rest können wir dann gerne auch noch hier in kleinen Kreise machen, damit Sie nicht irgendwie das Mittagessen verpassen. Also ich habe eine Frage zu diesem Antikörper. Wenn man sich da zu einer Studie meldet für ein Antikörper für ein Smoldering Multimyelom. Und der Hersteller lehnt es ab mit der Begründung, dass die Werte noch zu gut wären. Aus welchem Grund fängt man nicht früher an? Das wird doch eigentlich, wenn es hilft, im Nachhinein doch besser sein. Also erstmal, da haben Sie natürlich grundsätzlich recht. Ja? Also da sind wir wieder bei einem Prinzip, wenn man die Erkrankung, wenn man wüsste, dass das sicher ein bösartiges Myelom wird, dann hilft es natürlich mehr, wenn man eher früher anfängt, als wenn man ewig wartet. Der Punkt, warum die Hersteller irgendwelche Kriterien festlegen, das hatten wir auch gerade schon gesagt, ist natürlich, um eine Vergleichbarkeit zu garantieren. Ja? Das ist der eine Grund. Das heißt, die Patienten sollen alle ähnliche Werte haben, wenn sie diesen Antikörper bekommen. Die Werte, die festgelegt wurden, hat man aus Analysen erarbeitet, bei denen man viele Hunderte, sogar teilweise über Tausende Patienten angeschaut hat und einfach festgestellt hat, anhand einer Konstellation aus drei Werten, zum Beispiel bei dieser Siltuximab-Studie, wenn diese drei Werte eine bestimmte Höhe erreicht haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit einfach, dass sie eine bösartige Erkrankung, also ein multiples Myelom, in den nächsten drei Jahren kriegen, ungefähr 70-80%. Ja, das heißt, der Grund, warum man diese Werte nimmt, ist, dass man letzten Endes irgendwann mal ausgerechnet hat oder analysiert hat, dass genau diese drei Werte zusammengenommen ein gewisses hohes Risiko bedeuten. Und das heißt im Umkehrschluss aber auch für Sie, wenn diese Werte nicht erfüllt sind, ist das Risiko natürlich geringer. Wie viel geringer, weiß man dann im Einzelfall nicht. Und dann ist man heutzutage natürlich an dem Standpunkt, wir müssen uns natürlich zum Wohle unserer Patienten, also zum Wohle von Ihnen, langsam an diese Grenze herantasten, weil stellen Sie sich vor, wenn wir die Grenze nicht langsam definieren, sondern einfach sagen, okay, alle, die jetzt einmal heute im Raum husten, brauchen eine Myelomtherapie. Die Therapie hat natürlich immer potenzielle Nebenwirkungen und wenn Sie natürlich eine aggressive Therapie machen, heißt das auch, man kann potenziell bleibende Schäden erhalten, man kann daran versterben. Und das wäre natürlich fatal, wenn wir auf Patienten schauen, die nur eine Wahrscheinlichkeit von 60-50% haben, dass sie eine bösartige Erkrankung entwickeln und die aber alle mitbehandeln und da sterben uns welche von, da muss man ja sagen, hinterher, das ist keine gute Entscheidung gewesen. Von dem her, was Sie ansprechen konkret in der Siltuximab-Studie, da kann man über einen sehr langen Zeitraum nach Diagnose eingeschlossen werden, ich glaube es sind 3 oder 4 Jahre. Das heißt, wenn die Werte zum Beispiel voranschreiten, dann kann man einfach sagen, okay, wir machen nochmal dieses Screening für die Studie und gucken, ob sie jetzt quasi in diese Hochrisikogruppe rutschen und würden dann darüber diskutieren können, dass man eine Behandlung im Rahmen der Studie macht. Okay, also wie gesagt, wir sind noch hier für, oder gab es noch eine? Nein. Wir sind noch hier für Fragen zur Verfügung. Wir danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und hoffen, Ihnen ein bisschen was Neues erzählt zu haben. Applaus